guten Morgen und vielen, vielen lieben Dank für eure Urlaubsgrüße und nehme ich euch mit. Soweit bin ich jetzt, bin den dritten Knäudel angefangen. Und wie gesagt, der wird ganz, 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 ganz lang. Der wächst auch so ein bisschen. Und schupp, muss ja immer mit. Und jetzt nehme ich euch mit nach draußen und zeige euch mal unseren Stellplatz. Muss natürlich ein bisschen achtsam sein. Moin, dass ich hier keine fremden Menschen drauf bekomme. Schauen wir mal. Also das ist ein Stellplatz in der Niederlande, in Urk. Wunderschöner Platz. Ein naturgetreuter Stellplatz. Links neben mir sitzt eine Dame, da schwenke ich dann mal ein bisschen schnell weg. Da sind so kleine Häuschen, rechte Seite. Da sind heute Morgen schon zwei Fahrradfahrerinnen weggefahren. Die waren voll gepackt. Das, was ich auch immer gerne malen möchte. Hier hat man so die Eingrenzung für den Wohnwagen. Da stehen unsere Fahrräder in den Startlöchern. Vorne ist ein kleiner Bach. Und das liebe ich auch an Holland, dass da immer so kleine Flüsse überall sind, wo man mit Boote fahren kann. Natürlich hier nicht. Die gelbe Dotterblume, die gelbe Schwertlilie ist in den Startlöchern. Da hinten sind so Schwedenhäuschen. Ich sehe nur drei, sind aber bestimmt 7, 8, 9. Dann sind hier so kleine Holzhütten auf Rädern. Da läuft gerade ein Rasenmäher. Schön gepflegt hier alles. Das liebe ich, wenn es alles schön sauber ist. Da hinten sind so kleine Häuschen. Ich habe ein bisschen Zeit. Ich gehe mal eben ein bisschen. Bewölkt. Gestern sind wir auch ein ganz bisschen nass geworden, aber es macht nichts. Ich sag ja immer, wer nur bei Sonnenschein reist, der kommt nicht weit. Man kann sich ja auch unterstellen, aber das konnten wir nicht. Wir sind bestimmt 10 Kilometer am Eiselmeer entlang gefahren und keine Unterstellmöglichkeit. Ich glaube, ich wende hier mal, weil hier wird es laut. Aber die wollte ich euch noch eben zeigen. So süß. Wenn man mit dem Fahrrad fährt und kann da drin eine Nacht schlafen. Ich habe nichts dagegen. Eine große Wiese. Hoffentlich wackel ich nicht zu doll. Hier seht ihr die Häuschen von vorne. Gerade nicht bewohnt. Schön angelegt, ein Muschelweg, ist das schön. Zu meiner Linken ein Fußgänger. Und tschüss, schönes Wochenende.
eure Bärbel.